Auch wenn die USA offiziell mit der UCK nichts zu tun haben will, für die kosovarischen Kämpfer ist Amerika das Vorbild. Flaggen als Zeichen einseitig erklärter Dankbarkeit. Einige kommen aus Amerika oder Australien, die meisten aber aus Europa. Die Rekrutierung der UCK ist neben allem anderen auch eine große logistische Herausforderung. Durrës Hafen, das Einfallstor für Waren und Menschen nach Albanien. Wer mehr bei sich hat als einen Rucksack, der muss sich auf Rechnung bezahlen, die UCK. Hier versammeln sich seit Beginn des Kosovo-Krieges mehrmals wöchentlich die jeweils neuen, jetzt nicht mehr nur Bus, sondern schiffsladungsweise Attraktionen für die Strandläufer. Ich selbst habe diese Reise zum 7. Mal gemacht und ca. 4000 Rekruten nach Albanien gebracht. Hier im Restaurant Drenica beginnt die zweite Phase. Nach einer längeren Pause werden die Rekruten verteilt auf die jeweiligen Ausbildungslager und Stützpunkte. Dazu werden aus den Schiffsladungen wieder bustaugliche Gruppen A50 gemacht. Ritwan hat sich nach Eintopf und Mineralwasser schon eine ganze Weile mit Kindern unterhalten, die am Zaun stehen. Flüchtlingskinder, die vom Mord an ihren Verwandten erzählen. Der Gärtner aus Markstadt fragt, habt ihr das mit eigenen Augen gesehen? Ja, sagen sie. Die UCK war in der Nähe und hat die Kinder und die Frauen gerettet. Aber die müssen da über die Leiche laufen, was die von Arkham, die hinschütten sehen und alles. Bei den Kindern wird das immer bleiben. Das ist eine Katastrophe. Wieder eine Busfahrt, diesmal mit Kühlschrank und Pullman-Schlafsesseln. Letzter Komfort auf der Fahrt durch das Armenhaus Europas. Die Fahrt geht noch in Durrës am ersten Flüchtlingslager vorbei. Die Italiener haben hier Zelt an Zelt gebaut. Und doch ist bei weitem nicht genug Platz für alle. Aber jetzt geht es bergauf. Woher und wohin genau, das sollen wir nicht verraten. Viele Stunden später. Nur noch wenige Kilometer sind es bis zum Lager. Die Rekruten machen sich frisch und viele können das nach zwei Tagen auch ganz gut vertragen. Auch jetzt haben wir niemanden gebeten, für uns zu singen. Und auch wieder bricht es aus ihnen hervor. Ein beliebter Spruch, den wir immer wieder hören, ist dieser. Das Leben geben wir her, aber nicht das Kosovo. Als die Sonne hinter dem Bergkamm untergeht, kommt niemand auf die Idee, einen Sprechgesang anzustimmen. Es wird für die Verhältnisse junger Männer plötzlich ziemlich ruhig. Zum letzten Mal werden die Sporttaschen und Rucksäcke geschultert. Zahnbürsten und Paste findet sich dort. Dazu Fotos von Freunden, Frau, Eltern und Kindern, ein paar Unterhosen und einige Bücher. Das Ziel ist erreicht. Hier geht es für die Busse einfach nicht mehr weiter. Die letzten 2-3 Kilometer zum Ausbildungslager unten im Tal müssen die angehenden UCK-Kämpfer unmotorisiert und ungeführt allein bewältigen. Nicht wenige von ihnen werden sich dabei verlaufen. Rechts ist ein Junge in Wolte, um seine Bilder später meistbietend zu verkaufen. Seine Kamera wird beschlagnahmt und er kommt 2 oder 3 Tage in Arrest. Auf freien Fuß wird er erst gesetzt, nachdem ausgeschlossen ist, dass es sich bei ihm um einen serbischen Spion handelt. Während wir die letzten Bilder von Ritwan drehen, solange bis in die Dunkelheit verschlingt, nähern wir uns der ersten von insgesamt 4 Kontrollen. Und dort ist auch für uns sehr abrupt Drehschluss. Nur dank unserer UCK-Ausweise erhalten wir unser Filmmaterial nach stundenlangem Verhandeln weit nach Mitternacht zurück. Der Weg, den Ritwan zu Fuß ins Lager nimmt, bleibt uns versperrt. Ende aus.
Wir vor Ort begegnen Gruppen von jeweils 30 Männern beim Frühsport, die Berge hoch und runter hechelnd. Doch wir warten auf die offizielle Drehgenehmigung durch die beiden Lagerkommandanten. Jetzt nur nichts mehr aufs Spiel setzen. Das Okay kommt nach 8 Uhr pünktlich zum Morgenappell, der mit der albanischen Nationalhymne beginnt. Strom gibt es hier oben nicht und so muss der Generator angeworfen werden, um die Lautsprecheranlage in Betrieb zu nehmen. Und er ist so laut, dass die Musik noch unverständlicher wird. In der Atmosphäre aber tut das keinen Abbruch. Die Soldaten schwanken nach mindestens 12-stündigen Training. Gerade also, unterteilt in 3 Bataillone A500, 15 Kompanien A100 und 45 Züge A30 Mann. In der 4. Artillerieeinheit finden wir schließlich Britan Pushkorli wieder, der seine Schnellbleiche zum Soldaten fast beendet hat. Die Haare kurz geschoren aus praktischen Gründen, das Gewicht um mindestens 3 Kilo reduziert. So fit wie jetzt hat er sich noch nie gefühlt, sagt er. Für die UÇK-Führung stellt unsere Anwesenheit ein einmaliges Wagnis dar. Klare Anweisung an uns, keine militärischen Geheimnisse preiszugeben. Doch dann sind wir erstaunt, dass wir auf dem Exerzierplatz alles drehen dürfen, was wir sehen, inklusive aller Waffen. Die Ausrüstung der UÇK besteht neben einigen veritablen Antipanzerkanonen, die auch Ridwan bedient, vor allem aus leichten Geschützen. Granatwerfer sind dabei und vor allem Maschinengewehre aus aller Herren Länder. Ein Blick in die militärische Mottenkiste geradezu, eine chinesische MG aus den 50er Jahren. Die Ustria Chlirimtare e Kosovis, die Armee zur Befreiung des Kosovo, ist vielleicht das Gegenteil der hochgerüsteten Hightech-NATO. Aber die lange wiederholte Standardformel, die UÇK könne nicht einmal jedem ihrer Soldaten eine Kalaschnikow zur Verfügung stellen, ist falsch. Auch wenn einige beim Marschieren schon mal zu Holzgewehren greifen. Unsere Soldaten kommen aus allen Ecken dieser Welt. Die wenigsten von ihnen haben jemals gedient, aber sie sind ungeheuer fleißig und hoch motiviert. Die Serben sind technisch besser ausgerüstet als wir, das ist klar. Aber sie haben keinerlei Moral. Und das ist der Grund, weshalb sie im direkten Kampf mit uns, dann wenn sie keine schweren Waffen oder Panzer haben, fast immer weglaufen. Sogar einer kleinen Praxisübung dürfen wir beiwohnen. Getarnter marschierender Zug 1 spielt Serben. Getarnter versteckter Zug 2 lockt die Feinde in einen Hinterhalt. Zwischendurch sieht alles ziemlich realistisch aus. Zug 2, der gute kosovarische, kehrt zurück. Lob vom Offizier, Auftrag ausgeführt. Auch wenn der eine oder andere sich beim Verschanzen zu laut unterhalten hat. Und da stehen sie vor uns. Zusammengedrängt zu einem schwitzenden Buchenhain, Azubis aus St. Anton, Asylbewerber aus Augsburg, Arbeitslose aus Amsterdam. Aus kosovarischen Zivilisten in ganz Europa sind Soldaten geworden, die soldatisch leben. Der Freizeit- und Konsumwert tendiert gegen Null. Wer Softdrinks oder mal ein Schlückchen härteres möchte, kann sie in diesem Kabuff käuflich erwerben. Es gibt nur 2 kleine Bunsenbrenner, auf denen pro Tag ein paar Dutzend Tassen türkischer Kaffee gebrüht werden. Warten darauf ist beinahe aussichtslos. Kein Problem dagegen, wenigstens die Versorgung mit Tabak. Ein persönliches Interview mit Ridwan wird uns verwehrt. Privates ist nicht die Sache von Militärs. Doch als die Kamera an der Seite steht, erzählt und zeigt er uns vieles. Ein Lagerraum als Schlafplatz für 400-500 Soldaten in Stockbetten, der Waschplatz mit Quellwasser unter freiem Himmel, die Donnerbalken mit Plastikfolie drumherum. Er erzählt, dass er seit längerem nicht mehr frühstücke und zu Abend esse, um sich abzuhärten für die Zeit im Kosovo, wenn der Nachschub abgeschnitten ist. Und dass er es furchtbar vermisse,
telefonieren zu können. In welcher Einheit bist du jetzt gerade? In Berlin-Einheit. Ja. Vierten. Bitte? Vierten, ja. Artillerie. Artillerie. Ja. Was ist jetzt genau deine Aufgabe? Meine Aufgabe? Meinst du jetzt? Ja. Ah genau, meinst du, ja, ich bin mit das Gerät, das heißt F75. Ja. Wie lange dauert das, so ein Ding herzurichten, um das fertig zu machen? Oh, das dauert nicht lange, das kommt so vor, wie schnell die Leute sind. Ja, dauert nicht lange. In 2 Minuten kann es schon fertig sein. Und wie schwer ist so ein Ding? Boah, schwer. Ich würde sagen 50 Kilo. 50 Kilo wiegt es so. Ja. Wie viele Leute müssen das zusammentragen? Ja, das ist normal drei, aber bei uns sagen wir auch eins. Einer trägt es nur die, wie heißt die, Roh und die andere die Beine da. Warum er jetzt statt seiner grünen Kappe eine schwarze trage, sieht viel besser aus, sagt er. Ritwan hat schon immer Wert auf sein Outfit gelegt. Wieder schwärmen die Einheiten A30 Mann aus in die Berge, zum Marschieren querfeldein, bergauf bis über die Baumgrenze, zum Schießen, zum Theorieunterricht. Freiwillig sind sie alle hier, und doch gibt es Unterschiede. Einige von ihnen haben schon woanders gekämpft, in Bosnien, in Afrika, in Asien. Einige wenige Söldner gibt es in der UCK, und oft haben die früher der Fremdenlegion angehört. Einige aggressive Spinner sind uns aufgefallen, die in jeden Krieg ziehen würden. Und nicht ganz so wenige Nationalisten, die bereits Pläne schmieden für ein ethnisches Großalbanien, das zumindest das Kosovo umfasst. Für die überwältigende Mehrheit der Rekruten aber gilt, dass sie eigentlich lieber zu Hause wären und dass nur die Kriegsverbrechen der Serben sie hierher getrieben haben. Unsere Soldaten sind stark motiviert und sie wären glücklich, wenn sie für ihr Vaterland sterben dürften. Sehen Sie, ich bin einer von Ihnen, obwohl ich zu Hause ein 2 Wochen altes Kind zurückgelassen habe. Ich bin vorbereitet, für das Kosovo und seine Menschen zu kämpfen. So wie ich, denken ihr alle. Und das hört man ja auch aus den Liedern, die wir singen. Wir wären froh, wenn wir zu Märtyrern für unser Kosovo würden. Marschieren in rechteckigen geometrischen Formen scheint zum unumstößlichen Grundgesetz jeder Armee auf der ganzen Welt zu gehören. Auch die UCK hält sich eher daran, obwohl ihre Aufgabe eindeutig im Partisanenkrieg besteht. Ortswechsel. Albanisch-serbische Grenze in der Gegend von Tropoj.